Hallo Leute, ja, herzlich willkommen hier bei Trendlupe und einem neuen Video von uns. Ja, ich bin der Mike, ich bin heute das erste Mal für euch hier vor der Kamera in unserem neuen Trendlupe-Studio und ja, freue mich heute für euch das erste Video hier präsentieren zu dürfen. Es geht heute nicht um das Thema Reisen, sondern um diese Tasche und der Vollständigkeit halber, diese Tasche haben wir ja, zur Verfügung gestellt bekommen und die möchte ich euch heute hier etwas genauer vorstellen. Die Tasche ist von dem Kölner Kultlabel Feuerwehr und wer Feuerwehr bereits kennt oder vielleicht auch noch nicht, diese Taschen sind gefertigt aus bereits benutzten Feuerwehrschläuchen. Ja, also wirklich Feuerwehrschläuchen, wenn man es mal hier so anfasst, dann merkt man auch richtig, oh ja, es ist wirklich ein Feuerwehrschlauch. Und das Schöne dabei ist, also es sind keine neuen Feuerwehrschläuche, sondern diese Feuerwehrschläuche, die für sämtliche Produkte von Feuerwehr ja, benutzt werden, egal jetzt ob für diese Tasche, Rucksäcke, Gürtel oder Handyhüllen, waren mal im Einsatz. Deshalb sind solche Taschen ja, ein echtes Unikat. Man kann teilweise auch noch leichte Gebrauchsspuren sehen, das soll aber auch so sein, denn wie gesagt, es sind halt schon benutzte Feuerwehrschläuche. Aber genau das macht diese Taschen so extrem robust, wasserfest und einem, ja, zu einem stylischen Unikat. Ja, die Tasche ist ganz neu auf dem Markt. Man kann sie tragen als ja, Gürteltasche, wie man es gewohnt ist. Aber man hat auch die Möglichkeit, sich die ganz locker und lässig über die Schulter zu hängen. Oder ja, auch über beide Schultern zu hängen, sodass sie runterhängt. Ja, da sind die Möglichkeiten einfach vielfältig. Diese Tasche ist super geeignet, um Portemonnaie, Handy, Schlüssel oder zu verstauen. Also Kleinigkeiten, die man sowieso tagtäglich im Alltag dabei hat. Jetzt, ich denke jetzt gerade so im Hinblick auf ja, den Sommer oder den Frühling, der ja leider bis Herbst noch ausbleibt. Aber ja, wenn man dann unterwegs ist, gar nicht so viel rumschleppen möchte, gar nicht so viele Möglichkeiten hat, auch irgendwas in die Taschen zu stecken, ist so eine Tasche genau ideal. Also wie gesagt, Platz bietet sie alle Male für Handy, Smartphone, Schlüssel, genau die Dinge, die man tagtäglich dabei hat. Ja, wir hoffen mal, dass der Frühling jetzt endlich Einzug hält. Heute ist Frühlingsanfang. Ja, heute Morgen aufgestanden, noch mit Schnee. Jetzt im Tagesverlauf kam noch ein bisschen die Sonne. Aber ja, wir hoffen, dass sich das ändert. Denn diese Tasche, die möchte natürlich draußen getragen werden, im Sommer, im Frühling oder. Gerade auf Festivals könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man einfach so eine kleine Tasche bei sich trägt, um das Wichtigste dabei zu haben. Und ja, schaut einfach mal rein. Wir verlinken euch den Blogartikel hier in dem Video. Und wie sagt man so schön, hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen da. Ihr könnt auch abonnieren. Ich weiß nicht, ist es links, ist es rechts? Schauen wir mal. Ich muss ja auch noch ausprobieren. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Stoppt und bis zum nächsten Mal. Ciao.